Ich begrüße euch, Freunde, zu einer neuen Folge von Formel 1 23 und heute geht's weiter in Österreich. In der letzten Folge hatten wir das einerseits beste Rennen der Karriere, aber auf der anderen Seite auch das bitterste Rennen der Karriere, weil wir hatten einen Motorschaden, die MGUK ist kaputt gegangen, wir lagen auf Platz 4, super nach vorne gekämpft, von Platz 10, glaube ich, in Qualifying und wir hätten safe das Podium holen können. Charles Leclerc war knapp vor uns, wir hatten schon das DRS, hatten etwas frischere Reifen und auch die etwas bessere Pace als der Monegasse und ich denke, das wäre unser erstes Podium gewesen. Aber leider sollte es nicht sein. Der Motor ist kaputt gegangen und damit am Ende ohne Punkte. Ocon auf Platz 9 auch eher schwach gewesen im Vergleich zu uns. Ja, heute in Österreich haben wir auch den Sprint, deshalb würde ich sagen, fahre ich nicht die komplette Distanz, sondern das kürzere, also insgesamt dann 24 Runden, 6 Runden Sprint, 18 Runden beim normalen Rennen. Ansonsten entwicklungsmäßig haben wir mittlerweile das drittbeste Auto und zwar der Alpine. Vor Aston Martin, vor Ferrari, richtig stark, fast so gut wie Mercedes mittlerweile schon. Also echt schon ein Top-Team, kann man schon sagen. McLaren in Real Life ja eigentlich genau an dieser Stelle, wo wir jetzt hier im Spiel sind. Also wir machen eigentlich genau das Gegenteil vom Real Life Alpine, die ja den Ausfall hatten, unter anderem in Ungarn. Doppelausfall, mega bitter, während McLaren wieder aufs Podium kam mit Lando Norris. Jetzt geht's los mit dem Training, erstmal mit der Rennstrategie. Immer ein ganz entspanntes Programm zum Reinkommen. Die Folge hier ist auch noch ein bisschen vorproduziert, weil ich werde aus meiner Sicht am kommenden Wochenende ja in Stuttgart sein auf dem Hip-Hop Open Festival und danach auch noch ein bisschen unterwegs. Deshalb nehme ich die Folge ungefähr eine Woche früher auf, als sie eben rauskommen wird. Falls auch ein paar Nachfragen kommen wegen Formel 1 Manager 23, warum noch kein Video kam. Ich bin ehrlicherweise dieses Jahr irgendwie nicht so gehypt auf das Spiel an sich, deshalb werde ich mir das Spiel von Anfang an erstmal nicht holen. Weil ich will erstmal abwarten, schauen, ob sich das wirklich lohnt. Der letzte Formel 1 Manager war ja auch ganz geil, aber gegen Ende war dann auch so ein bisschen die Luft draußen, als wir die zweite Saison abgeschlossen hatten. Es gibt zwar ein paar kleinere Neuerungen, aber jetzt nicht wirklich die weltbewegenden Sachen bei Formel 1 Manager. Deshalb habe ich mich eben erstmal dazu entschieden, das Spiel nicht zu holen. Das erste Programm war ganz entspannt, jetzt mache ich nochmal das Qualifying-Tempo. Was mich gerade wundert, wieso fahren wir nicht mit den Soft, sondern mit den Mediums beim Qualifying-Tempo. Aber ich denke, das wird sowieso wieder sehr, sehr schwierig, weil das Qualifying-Tempo hat man irgendwie bisher noch nie wirklich geschafft bei Formel 1 23. Falls von euch jemand das Spiel auch zockt, schreibt gerne mal rein, ob ihr überhaupt mal das Qualifying-Tempo schon geschafft habt. Für mich war es immer unmöglich, bisher das Qualifying-Tempo zu schaffen. Hier in Österreich könnte es sogar machbar sein. Ach komm, vor uns Logan Sargeant und er wird wahrscheinlich keinen Platz machen. Super, ja, damit kann ich das Qualifying-Tempo doch vergessen, obwohl ich es, glaube ich, auch geschafft hätte. Naja, egal, ich denke, das passt fürs Training. Den Rest kann man einfach simulieren. Ich glaube, bei der KI gehe ich nochmal um einen Punkt hoch auf 91, weil ich habe schon das Gefühl, dass es etwas zu leicht sein könnte auf 90. Bei dem Sprintformat kommt ja das Qualifying schon vor dem zweiten Training und deshalb sind wir direkt in Qualifying hier. Das richtige Sprintformat gibt es ja noch nicht bei Formel 1 23. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch kommen wird hier ins Spiel. War, glaube ich, eine ganz gute erste Runde für Q1. Wir fahren die 1.5, sind damit Zweiter hinter Sergio Perez. Boah, ich glaube, das war schon eine echt gute Runde. Am Ende von der ersten Session Esteban Ocon quasi gleich auf mit uns, also von der KI ist das eigentlich ganz okay, weil die Ferrari sind sogar vor uns mit dem schlechteren Auto. Also die Pole ist, glaube ich, schon machbar heute. Wir haben ja echt das drittbeste Auto, genauso gut wie der Mercedes. Es wird, glaube ich, sehr, sehr eng im Kampf um die Pole Position. Die Runde in Q2 war ein bisschen schlechter, nur die 1.6.1. Das dürfte trotzdem für Q3, glaube ich, reichen am Ende. Wir haben 0,4 Vorsprung auf Platz 10, also sollte eigentlich machbar sein, dass wir da weiterkommen. Sonst wäre das schon ärgerlich, weil wir haben locker noch eine halbe Sekunde, die wir uns verbessern könnten. Ich hoffe mal, das hat gereicht. Ich glaube aber schon, Esteban Ocon ist Zweiter. Boah, okay, das war doch sehr, sehr knapp bei uns. Oscar Piastri weniger als eine Zehntel, sonst wären wir ausgeschieden. Aber krass, der Teamkollege auf Platz 2, knapp hinter Verstappen. Ich denke mal, dass vier Teams um die Pole kämpfen können. Red Bull, Alpine, Mercedes und Ferrari. Los geht es mit der ersten Runde in Q3. Ich hoffe mal, dass wir es auf die Pole schaffen könnten. Wird aber, glaube ich, schwierig, weil die Zeiten von den Gegnern waren schon sehr, sehr stark. Aber so dritte Startreihe wäre eigentlich schon mein Ziel, weil das Auto eben das drittbeste aktuell ist. Aber eigentlich sollte noch mehr möglich sein, weil die Strecke ist genau für einen guten Motor perfekt geeignet und wir haben ja den besten Motor. Also eigentlich sollte es genau perfekt für uns heute sein.
Das war super, die letzten zwei Kurven. Und damit fahren wir die 1.55. Jawohl, das war nur 29.000stel hinter Lewis Hamilton. Also hinter dem aktuell Ersten. Boah, das war eine starke Runde hier. Super, alles gut hinbekommen. Also das ist echt close. 29.000stel. So wie in Real Life in Ungarn war es ja auch sehr, sehr knapp. Ne, das kann ich vergessen. Reifen sind sowieso wahrscheinlich nicht mehr gut. Aktuell auf Platz 3, nicht weit weg von Charles Leclerc. Also echt knapp diese Zeiten. 0,17 Sekunden. Red Bull hat wahrscheinlich auch noch nicht bei Weitem alles gezeigt, weil Verstappen war ja das schnellste in Q2. Genauso wie Esteban Ocon, der kann auch noch deutlich mehr. Jetzt geht es los mit dem entscheidenden Run. Wir haben noch genug Zeit für zwei schnelle Runden theoretisch. Aktuell sind wir auf Platz 3, also wir stehen schon gut da. Das wäre die zweite Startreihe. Aber ich glaube schon, dass noch sehr viele sich verbessern, wie Verstappen, Ocon und so weiter. Ah, das war nicht gut. Das kann ich besser. Trotzdem schneller. Purple im zweiten Sektor. Und damit der absolut schnellste. Hier leider ein bisschen langsam gewesen durch die Kurve. Damit die Zehntel wieder weg. Ah, nee, das war auch nicht so sauber. Da haben wir uns zwar verbessert, aber nur minimal paar Tausendstel. Damit natürlich nichts erreicht. Aber Reifen sind noch gut, glaube ich, für noch einen Run. Komm, wir haben halt nicht mehr genug ERS, glaube ich. 36%. Das wird leider nicht reichen, glaube ich. Oh, jetzt sind wir aber voll schnell. Come on. Ah, Quersteher. Damit haben wir viel Zeit verloren. Knappe 3/10. Ja, okay, ich glaube, dann kann ich es vergessen. Aber schade, weil hätte ich alles zusammengebracht in einer einzigen Runde, hätten wir safe nochmal 2/13 rausholen können. Aktuell nur noch Vierter. Boah, Russell 1.50. Ja, okay, die Runde wird auch nicht besser. Ocon nur Siebter. Sehr, sehr schade für uns, weil da wären locker noch 2/10 auf jeden Fall machbar gewesen. Aber trotzdem wäre das aktuell Platz 6, also das Ziel, was ich mir gesteckt habe, sprich die dritte Startreihe. Die Runde wird keine Verbesserung. Schade. War echt ein wildes Qualifying. Also so viel Spannung wie noch nie im Kampf um die Pole Position. Österreicher sowieso immer sehr, sehr eng. Also das Ergebnis: Russell auf der Pole Position, dann Perez, Leclerc, Hamilton, Verstappen wie auf Platz 6, dann Esteban Ocon 7. Es wäre, glaube ich, maximal Platz 4 oder Platz 3 halt drin gewesen. Hätte ich wirklich alles rausgeholt mit 3/10. Ich glaube, die Rennen werden mindestens genauso spannend wie hier. Der Rest des Trainings wird nochmal simuliert, so gut es geht. Hoffentlich schaffen wir noch die ganzen Punkte. Das Wichtigste haben wir nochmal abgeschlossen. Alter, wie viele Punkte bekommen wir denn, bitteschön? Einfach als Team über 1200 Punkte. Nochmal ERS-Update? Fragezeichen, weil wir haben halt so einen guten Motor mittlerweile. Aber komm, kann man nochmal machen. Das dürfte passen. Und damit legen wir los mit dem Sprintrennen. 6 Runden Action. Ich glaube, Pole ist schon Ich glaube, ein Podium ist schon möglich von der Pace, die wir hatten. Damit geht's los von Platz 6. Wir starten auf der Innenseite. Sehr schön eigentlich. Perfekt. Wir starten auf Soft. Benzin hole ich für 6,8 Runden mal mit, würde ich sagen. Damit legen wir los. Ey, das wird, glaube ich, echt ein geiler Fight hier, das Rennen. Cooles Wochenende bisher gewesen. Das Qualifying schon mal. Oh, den Motor müsste ich nochmal vielleicht austauschen. Egal. Und damit geht's schon mal los. Boah, das war echt eine kurze Rotphase. Wieder mal Hamilton kommt schlecht weg. Wir relativ gut. Erstmal aufpassen in die erste Kurve. Ah, da kann ich erstmal keinen Platz gut machen. Aber auch keinen Platz verloren immerhin. Jetzt hier vielleicht mit Überholmodus. Wir haben ja den besten Motor. Das ist unsere Stärke. MGUK ist anscheinend ein bisschen abgenutzt. Egal. Hier jetzt reinbremsen gegen Lewis Hamilton. Das wird eng, auch gegen den Ferrari. Das müsste Charles Leclerc sein. Wir haben beide beim Bremsen erwischt. Sehr starkes Ding, damit auf Platz 4. Schon mal vorne, super Ding, sehr schöner Start. Ganz vorne haben wir, glaube ich, Sergio Perez, der die Führung übernommen hat von George Russell. Verstappen Dritter. Also ja, da haben einige, Hamilton und Leclerc halt vor allem, sehr, sehr viele Plätze verloren. DRS von Verstappen wäre sehr, sehr wichtig. Aktuell sind wir innerhalb der Sekunde. Mal schauen, ob wir das bis zum Ende der Runde noch halten können. Das wäre auf jeden Fall nice, weil das ist so ein bisschen die Entscheidung, ob wir Vierter safe werden, weil damit könnte man sich schon mal gut absetzen von Leclerc und Lewis Hamilton. Aber ich glaube nicht, dass wir den Anschluss dann wieder schaffen. 1,2 Sekunden im Mittelsektor, da sind wir immer ein bisschen langsamer. Come on, jetzt hier mit ERS einfach alles raushauen. Ich will das DRS bekommen. Aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Oh, wir fahren die schnellste Runde. Okay, schnellste Runde. Das wäre auch ein Ding, wenn wir das schaffen sollten. Oh, was war da vorne los? Irgendein Fehler. Und damit sind wir plötzlich doch wieder im Kampf dabei gegen Verstappen und Perez. Mal schauen, was war da jetzt genau los? Sergio Perez hier in Führung liegend.
verbremst sich, okay, und deshalb werden Verstappen und Russell auch ein bisschen aufgehalten. Das wird, glaube ich, nochmal spannend jetzt hier. Wir haben noch knappe 2,5 Runden zu fahren. Jetzt haben wir auch wieder DRS endlich. Alle hier nebeneinander, beziehungsweise hintereinander. Jetzt gegen Perez, der hatte irgendwie einen schlechten Exit. Wir kommen hier neben ihn. Ah, der hat, glaube ich, auch DRS, aber der kann erstmal nicht nach rechts ziehen, weil wir da sind und Verstappen im Weg. Komm schon gegen Perez, da kommen wir vorbei auf Platz 3, sehr stark. Also Perez mit der extrem schlechten Runde von der Führung auf Platz 4 zurückgefallen, innerhalb von 3-4 Kurven. Das ist schon echt bitter für ihn. Jetzt muss ich aber dranbleiben, DRS von Verstappen brauche ich unbedingt, um mich da zu verteidigen gegen den Mexikaner. Jawohl, DRS haben wir. Ich glaube, Verstappen hat aber kein DRS von Russell, wie es aussieht. Und damit dürfte Russell sehr gute Siegchancen schon mal haben. Zum Glück DRS, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in dem Moment. Perez kommt nicht wirklich ran. Wir kommen an Verstappen ran, der tatsächlich kein DRS aktuell hat. Also das wäre das erste Podium und das alles nur dank Sergio Perez' Fehler, weil ohne den wären wir niemals mehr an die Top 3 rangekommen. Und jetzt sind wir auch nah an Verstappen dran. Oh mein Gott, als ob wir so schnell sind. Das ist halt der krasse Motorenvorteil. Auf der Gerade sind wir echt unschlagbar. In Real Life hat der Alpine den schlechtesten Motor mit Abstand, glaube ich 20-30 PS weniger als die Konkurrenz, haben sie ja sogar zugegeben. Aber hier im Spiel haben wir einfach den Spieß komplett umgedreht. Wir haben mittlerweile den mit Abstand besten Motor von allen anderen Teams. Und gegen Verstappen ist die Chance auf jeden Fall da, weil der DRS-Vorteil ist halt hier in Österreich insbesondere sehr, sehr groß im Vergleich zu anderen Strecken. Komm schon, jetzt hier in der Zone am besten ranfahren und in der nächsten Zone überholen. Das wäre ultra nice, komm. Oh, aber Verstappen hat halt echt sehr viel Grip am Kurvenausgang. Da merkt man schon die Unterschiede. Weiß nicht, ob das reicht. Wir sind weit weg, eine halbe Sekunde. Wir haben zwar DRS und alles und Überholmodus, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Wir kommen ran, aber nicht nah genug. Egal, damit haben wir immerhin Platz 3 sicher und das wäre das erste Podium in unserer Karriere. Unglaublich. Wir sind eigentlich langsamer als Verstappen, Russell und Perez gewesen, aber wegen dem Fehler holen wir das erste Podium in der Formel 1 23 Karriere. Jawohl, Freunde, im Sprint von Österreich. Sehr, sehr geiles Rennen gewesen. Allgemein auch die erste Runde schon mal top. Eben Leclerc und Hamilton überholt. Wir sind Fahrer des Tages. Unglaubliche Leistung. Schnellste Runde auch noch bekommen. Nachdem es so bitter war in der letzten Folge und wir das Podium verpasst haben, haben wir heute die Genugtuung. Wir haben es geschafft. Das erste Podium. Leider hier keine Animation im Sprint auf Platz 3. Ja, es gibt leider doch keine Punkte für die schnellste Runde anscheinend. Bisschen bitter. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Andreas macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Norris, Ocon, Sainz, Oscar Piastri, Magnussen, Russell, Fernando Alonso, Bottas, Albon, Stroll, Leclerc, Joe, Tsunoda, Hülkenberg, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu starten. Damit geht's los mit dem richtigen Rennen. Wir starten von Platz 2. Hä? Ah, stimmt. Damals waren ja die Regeln anders. Ey, wie geil ist das denn? Stimmt. Wir starten ja dort, wo wir quasi beim Sprint zu Ende gefahren sind. Russell hat anscheinend eine Strafe. Deshalb startet er von Platz 10. Habe ich gar nicht genau geachtet. Also wir starten von der ersten Startreihe. Okay, das buggt gerade komplett rum. Also strategisch ist da anscheinend Mediums und Soft geplant. Aber ich glaube, ich will lieber mit den Soft starten und danach auf die Mediums. Das dürfte passen, damit legen wir los. Erste Startreihe neben Max Verstappen, sehr, sehr krass. Komm, Überholmodus hier, vielleicht den Start gewinnen. Ah, ist in Ordnung. Wir sind aber nicht schlecht unterwegs, hier gut gestartet. Da kommt allerdings schon der Sergio Perez, zum Glück abgewehrt. Damit bleiben wir auf Platz 2, bin ich zufrieden. Ganz solide Startphase. Ich denke, Verstappen werden wir sowieso heute nicht schlagen können, weil der ist auf Dauer sowieso viel, viel besser mit dem Red Bull, haben das bessere Auto. Unser Auto zwar auch nicht schlecht auf der Strecke mit dem Motor, aber trotzdem, Verstappen zieht aber schon mal komplett weg, also der wird das Rennen wahrscheinlich dominieren. Mit dem Red Bull werden wir heute nicht mithalten können. Mein Ziel wäre schon so Top 5 am Ende. Ich glaube, Podium wird auch sehr, sehr schwierig. Ja, einmal DRS sollte gepasst haben.
Weil ich glaube, wenn ich einmal da drin bin, ist die Chance nicht so schlecht, dass wir da relativ lange noch dranbleiben können, eventuell. Sergio Perez schon sehr, sehr nah dran mit DRS und kommt vorbei. Jetzt haben wir aber das DRS hier mitgenommen, sehr schlau gemacht. Und damit kommen wir wieder wahrscheinlich durch, sehr schön. Hamilton auch da direkt dahinter, hinter Sergio Perez. Und jetzt ist wahrscheinlich Perez von Hamilton unter Druck, der versucht da vorbeizukommen. Immer ein bisschen DRS-taktisch hier in Österreich, das ist sehr, sehr interessant. Hamilton kommt tatsächlich neben Perez, aber gut, wenn sich die beiden erstmal da streiten. Hamilton ist durch, sehr interessant, also Perez hat komplett falsch alles gemacht. Wir haben absolut gar keine Chance, da irgendwas auszurichten. Komischerweise ein Haas sehr weit vorne sehe ich auf der Karte. Oh, Hamilton, ja, kommt vorbei, ganz entspanntes Ding. Oh, links vorbei an Hamilton. Und wir holen uns nochmal das DRS, wieder mal schlau gemacht, wie in der letzten Runde. Aber Hamilton sollte, glaube ich, vorne bleiben, oder? Wobei, wir haben den besseren Grip mit dem Soft und kommen wieder vorbei. Sehr interessant, damit immer noch auf Platz 2. Jetzt wieder mal Hamilton mit DRS, kommt vorbei. Sergio Perez auch ganz schön nah dran und kommt auch fast vorbei. Neben uns der Mexikaner, es wird eng in der ersten Kurve. Wir bleiben erstmal knapp vorne. Hamilton leider dadurch sehr weit jetzt weg mit dem DRS. Carlos Sainz hinter uns kommt auch ein bisschen ran mit den Mediums. Dahinter aber eine sehr große Lücke hinter Carlos Sainz. Und jetzt ist Hamilton endgültig vorbei, leider. Aber mit der Pace bin ich heute echt zufrieden. Wir machen quasi dort weiter, wo ich in Kanada aufgehört habe. Nämlich, dass wir eben gut mit den Top-Autos mitkämpfen können. In Kanada konnten wir mit Ferrari mithalten, waren deutlich vor Mercedes. Jetzt kommt Perez wieder vorbei. Aber da hole ich ihn mir wieder. Schönes Ding. Ja, leider jetzt kein DRS mehr von vorne wahrscheinlich, oder? Von Hamilton. Ah, doch noch bekommen, ganz schön knapp. Oh, Perez fast zu weit abgedrängt, aber war noch im Rahmen. Damit bleiben wir immer noch vorne. Ich habe auch gar nicht auf die Reifen geachtet. Oh, Sainz kommt auch fast an Perez vorbei. Okay, die Reifen bei 28% vorne. Geht schon eigentlich noch in Ordnung. Also ich denke, ich kann schon noch eine Runde mehr vielleicht fahren. Mal schauen. Valtteri Bottas ausgeschieden, okay, wahrscheinlich der Motorschaden. Ja, Ocon aber auch sehr, sehr enttäuschend, der ist da gerade nur auf Platz 9 oder 10, glaube ich, sehe ich auf der Karte. Und das mit so einem Auto, hä, was hat Perez denn gemacht? Der ist plötzlich richtig langsam, 1,7 Sekunden hinter uns. Keine Ahnung, was die beiden da machen, Sainz und Perez, aber die haben so viel Zeit verloren. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte eher, Perez kommt vorbei auf Platz 2 und die holen den Doppelsieg mit Red Bull. Aber irgendwie hat sich's ganz anders ergeben, wie ich gedacht habe. Ich glaube, ich fahre geplant einfach rein in Runde 9. Bottas steht da schön. Verstappen, glaube ich, auch drin und Hamilton. Anscheinend beide, okay. Lando Norris auch relativ schnell unterwegs. Ah, leider konnten wir Hamilton nicht aufhalten, schade. Ey, Norris, bitte nicht aufhalten. Ach komm, super. Extra noch schön eine Sekunde verschwendet wegen Norris. Boxenausfahrt, da kommt noch jemand vorbei. Zhu, nicht schlimm, weil ich bekomme sowieso gleich DRS von ihm. Und dann kann ich direkt mal vorbeiziehen an dem Chinesen. Der hat ja in Budapest so ein krasses Qualifying auf Platz 5. Aus dem Nix mit dem Alpha. Dann leider ein Softwarefehler mit der Kupplung oder so am Start. Der ist gar nicht mal so langsam auf der Gerade. Verteidigt sich anscheinend ganz hart. Aber da kommen wir trotzdem vorbei. Keine Chance für ihn. Damit wieder mal auf Platz 9. Hamilton auch auf harten Reifen, okay. Ja, aber jetzt bei 25% Renndistanz macht die KI wieder ein paar komische Dummheiten mit der Strategie. Da kommen Sainz und Co. aus der Boxengasse. Wir haben irgendwie DRS bekommen, warum auch immer. Und damit sind wir auf Platz 3 aktuell. Hey, warte mal. Ach doch, stimmt. Ich war ja die ganze Zeit Dritter. Podium ist vielleicht sogar möglich mit Glück. Aber alleine, dass Sainz mit dem Ferrari aktuell Vierter ist, zeigt eigentlich schon, dass die KI ganz gut passt, weil wir sind ganz knapp vor ihm, obwohl das Auto von uns schon ein bisschen besser ist als der Ferrari. Mittlerweile nur noch 1,2 Sekunden vor Sergio Perez, also der kommt, glaube ich, schon noch ran. Ey, Mann, komm bitte. Das Podium wäre echt stark, wenn ich das hier schaffen sollte. Das zweite in Folge quasi, zuerst beim Sprint, dann beim Hauptrennen. Weil ich habe schon noch Angst, dass wir doch nur noch am Ende auf Platz 5 landen könnten. Weil Perez und Sainz sind beide echt schnell unterwegs. Jetzt ist Perez nah dran, 2 Zehntel gerade einmal. Er wird wahrscheinlich gleich vorbeiziehen mit DRS. Ja, Perez kommt hier vorbei. Ist in Ordnung, wir bekommen ja sowieso nochmal DRS jetzt hier. Wir sind noch relativ nah dran, kommen jetzt hier mit DRS und Überholmodus links vorbei. Am Mexikaner dürfte eigentlich passen. Und da sind wir wieder vor ihm ganz knapp. Der ist neben uns, oh, außen gegen Perez. Jawohl, das reicht irgendwie noch auf Platz 3. Komm, 2 Runden muss ich noch überleben, das Ganze. Bitte. Oh, Sergio Perez hier auch wieder ganz schön nah dran und zieht schon wieder vorbei. Egal, wir haben DRS bekommen. Komm bitte, aber wir sind echt weit weg im Vergleich zu vorher, oder? Ah, ich versuche es wieder mal links vorbei. Guter Überschuss, aber Perez immer noch genau das gleiche. Außen und da kommen wir nicht vorbei diesmal leider. Komm jetzt hier vielleicht mit Grip gegen Perez. Ah, das wird eng.
neben dem Mexikaner hier leichte Berührung. Oh, oh, Verwarnung, Kollision mit Perez. Ey, was ein Ding jetzt gerade nochmal. So eine Spannung, wieder mal neben ihm. Und Perez bleibt vorne. Alter, wir waren jetzt ernsthaft 4-5 Kurven nebeneinander. Komm, jetzt bleibe ich erstmal hier hinten dran. Irgendwie noch vorbei. Wir haben dreimal DRS. Wir haben Überholmodus eigentlich für die ganze Runde. Jetzt jagen wir Sergio Perez vor uns her. Alter, was ein geiles Rennen. Also wirklich. Der Sprint war schon krass. Aber das hier gerade ist noch geiler. Jetzt hier rechts vorbei. Alter, fast reingefahren. Und wir holen Purple im ersten Sektor. Komm, jetzt hier verteidigen, was geht. Wir sind relativ gut aus der Kurve raus, haben mehr Grip, sind weit vorne, 4 Zehntel. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Boah, ey, was ein Überholmanöver hier nochmal. Ey, diese Runde vorher war so geil. Einfach nebeneinander für 6 Kurven oder so gewesen. Unglaublich, was ein Finish hier. Und ich hoffe, das reicht für das Podium. Perez ist noch nicht aus der Gefahrenzone, der ist ganz schön nah dran. Aber jetzt haben wir noch Überholmodus. Perez mit Windschatten, oh oh. Der ist ganz schön schnell, kommt aber nicht mehr vorbei. Verstappen, schnellste Runde und gewinnt das Ganze. Hier die letzte Kurve, immer noch knapp. 2 Zehntel nur noch vorne. Boah, nochmal fast der Fehler. Wir kommen hier am Ende aber auf Platz 3 ins Ziel. Yes, Freunde, sehr schön. Da ist wieder das Podium. Also echt krass im Vergleich zur letzten Folge, wo es so knapp am Podium gescheitert ist. Heute zweimal das Podium im Sprint und beim richtigen Rennen. Boah, was eine Leistung. Jawohl, Alter. Aber echt ein geiles Rennen gewesen. Also gegen Sergio Perez. Ey, wie geil war das denn? So verrückt. Und dann in der letzten Runde nochmal vorbeigezogen. Unglaubliches Ding. Wir haben es geschafft, Freunde. Da ist das Podium. Sehr schön. Das zweite in Folge. Plötzlich sind wir auf einmal da. Und Ocon, glaube ich, auch solide auf P6. Also war echt ein krasses Wochenende. Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton. Wie auf P3. Viel für den Sport, dass er sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Ich hoffe mal, wir machen nicht die Trophäe von Verstappen kaputt wie Lando Norris in Real Life. Das war ja auch sehr, sehr verrückt. Ja, schönes Podium mit Hamilton und Verstappen und Adrian Newey müsste das sein. Sehr, sehr cool. Also hier das Wochenendergebnis. Wir der zweitbeste Fahrer mit zweimal dem Podium. Punktgleich mit Hamilton. Verstappen hat eben 33 Punkte. Ocon wurde beim richtigen Rennen 8er, okay. Gar nicht mal so gut gerade. Also schon eher schwach. Esteban Ocon mit dem Auto nur auf P8. Aber okay, war echt verrückt gerade. Wir sind damit auf Platz 7 in der Fahrerwertung vor Alonso. Boah ey, das war echt ein sehr, sehr geiles Rennen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal ein Event von der Marketingabteilung, okay. Fahrer an die Fragen. Ach, Fragen an die Fahrer. Nee, habe ich jetzt keinen Bock. Naja, damit würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne Like und Abo da, wenn ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt. Beim nächsten Part Silverstone, auch vielleicht ganz gut für unser Auto, Motorenstrecke eher. Tauschen aber jetzt endlich mal nach dem Training die MGUK. Damit war es das, haut rein, bis zur nächsten Folge. Lasst Like und Abo da, wenn ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt. Heute erstes Podium, beziehungsweise die ersten beiden Podien. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.